Einen cineastischen schönen guten Tag zusammen und hallo und herzlich willkommen. Ein paar könnten mich jetzt mehr kennen, aber ich stelle mich gerne nochmal vor. Ich bin der Cini und ich bin Livestreamer auf twitch.tv und bin wohl demnächst der kleinste Fernsehsender Deutschlands. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde euch gerne ein kleines Update zu meiner Situation geben. Eine Woche ist jetzt mein Video her, wurde 12.000 Mal, mehr als 12.000 Mal abgerufen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle auf meine Situation aufmerksam geworden seid und das geteilt habt. Und es ist egal, ob ihr einen Follower habt oder 1,1 Millionen. Und vielen, vielen Dank an jeden, der da geteilt hat. Mir haben sehr, sehr viele Nachrichten erreicht von Leuten, die die jetzt auch Panik bekommen haben und Fragen haben und ich versuche, alles möglich zu beantworten. Ihr wisst, dass das momentan relativ viel sein kann. Zudem habe ich ganz, ganz viel Hilfe bekommen. Zum einen ist es so, dass ich mehrere Leute habe, die sich als Jugendschutzbeauftragter angeboten haben. Dann habe ich zwei Anwälte aus meinem persönlichen Umfeld, die mir jetzt helfen wollen. Und dann haben ganz, ganz viele der Lizenzinhaber in Deutschland, die Streamer, die schon Lizenzen haben, haben mir Tipps gegeben und ihre Hilfe angeboten. Dafür vielen, vielen Dank. Das ist wirklich mehr, als ich erwartet habe, was da passiert ist. Und es hat sich tatsächlich auch dadurch etwas getan. Und zwar die Landesmedienanstalten haben sich bei mir gemeldet und die Pressesprecherin möchte gerne, dass ich ein persönliches Gespräch mit dem Direktor dieser Landesmedienanstalt hier in Rheinland-Pfalz führe. Dieses Gespräch wird wahrscheinlich kommenden Freitag stattfinden und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das nicht das einzige Gespräch werden, sondern wir wollen da in einem richtigen Dialog treten und ein bisschen Dinge aufklären und ich werde da nicht jetzt die Werbefigur für die Landesmedienanstalten, aber ich finde das, glaube ich, ganz gut, wenn da ein bisschen Aufklärung betrieben wird. Und wie die Medienanstalten mir gesagt haben, ist es auch so, dass die gewillt sind, dass es Livestreams bei uns gibt und dass die sich über eine Medienlandschaft freuen, die blüht und umfangreich ist. Deswegen mache ich das Ganze und bin gespannt, was ich da zu hören bekomme und wohin das Ganze führt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die das ermöglicht haben. Auch die ganze Berichterstattung, die in verschiedensten Medien passiert ist. Dazu noch kurz ein paar Sätze. Ich bin ein bisschen traurig über falsche Berichterstattung. Zum Ersten, ich bin kein YouTube-Streamer, sondern auf Twitch. Das ist aber eine Sache. Ich mache das ja nicht, um Werbung zu machen, aber trotzdem. Ja, ein bisschen Recherche wäre ganz nett. Und leider, da muss ich da auch den Namen nennen, Herr Newstime, leider wird ein bisschen viel Drama gemacht. Ich will keinen Hate, geht jetzt nicht zu Herrn Newstime und sagt, ist scheiße, was du machst. Aber es ist halt ein bisschen traurig, wenn darüber berichtet wird, dass die Lizenz doch 1.000 bis 10.000 Euro kosten soll und jährlich sein soll. Das sind einfach falsche Angaben. Das ist schade. Ich habe natürlich auch nicht alles richtig gesagt in dem letzten Video. Es war, ich war nervös. Das hat man vielleicht gemerkt. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, wenn ich diese Videos mache. Ich bin einfach ein Livestreamer und Aufnahmen sind jetzt nicht so mein Ding. Und gerade frei sprechen 20 Minuten lang ist ein bisschen krass. jedenfalls habe ich gesagt, dass es, wenn ich weiter streamen würde, würde das 5.000 Euro kosten. Das ist falsch, da habe ich eine Information falsch wiedergegeben, weil ich weiß das auch nur von dem Kronk-Video und er sagt 500.000. Nur mal so, ich meine, es ist so oder so keine Option für mich. Das andere, was ich vielleicht ein bisschen falsch dargestellt habe, was ich aber auch vorher nicht wusste, ist, dass es wohl mittlerweile technische Möglichkeiten gibt, die dieses ganze Jugendschutzthema ein bisschen auflockern, sage ich mal. Also es gibt wohl bei Twitch technische Möglichkeiten, dass man dass die Jugendschutzsoftware greift und dadurch kann man auch Spiele
die ab 16 sind, schon früher spielen und ab 18 auch natürlich. Da bin ich aber noch in der Recherche und werde euch da mehr zu mitteilen, wenn ich da mehr weiß. Zum Thema Jugendschutzbeauftragter habe ich dann auch, obwohl ich halt jetzt schon mehrere Angebote habe von Pädagogen und so weiter, habe ich mich informiert und habe dann einfach mal bei der USK angefragt. Die USK ist, da sind zum Beispiel Gronkh oder die Rocket Beans drin, und dann habe ich in den Kostenkatalog geguckt von denen, und das günstigste, was ich da gefunden habe, ist für eine Basismitgliedschaft für Unternehmen, die unter 10 Millionen Jahresumsatz machen, und da kostet das dann 3.500 Euro im Jahr. Ist für mich utopisch, das zu bezahlen. Vielleicht wird das aber für den einen oder anderen, der im mittleren Bereich ist, eher interessant. Und ich habe aber auch mal angefragt, ob es denn da auch noch günstigere Angebote gibt. Bisher habe ich da leider nichts gefunden. Aber ich sage auch gleich einfach mal noch, was ich mir eigentlich da vorstelle, wie man es machen könnte. Ja, und ansonsten Jugendschutzbeauftragter sonst, habe ich eigentlich das Richtige gesagt. Ihr könnt auch Pädagogen fragen. Es gibt Kurse, die man belegen kann, um da einen Jugendschutzbeauftragten, ein Jugendschutzbeauftragter zu werden. Ihr persönlich dürft natürlich nicht euer eigener Jugendschutzbeauftragter werden. Da braucht man eine andere Person, die das für euch übernimmt, aber die muss nicht bezahlt werden. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich Anwälte mir genommen habe. Das ganze Lizenzverfahren ist ziemlich bürokratisch, und es könnten da Fehler gemacht werden, und diese Fehler will ich natürlich vermeiden, und dadurch habe ich mir diese Anwälte genommen, vor allem, weil es halt Bekannte von mir sind und das dann relativ günstig wird. Ich werde dieses Verfahren nicht anfechten, denn ich habe jetzt schon sehr viele Informationen darüber bekommen, dass man halt, wenn man regelmäßig livestreamt, also in der Größenordnung, wie ich das mache, das heißt nicht unbedingt täglich oder so, aber halt, man muss ja, um eine gewisse Zuschauerschaft zu bekommen, muss man ja halt schon ein bisschen was machen, ne? Und deswegen, man kann sich da wenig rauswinden. Ich habe Informationen bekommen, dass zum Beispiel da die Anwälte, die mit Gronkh zusammengearbeitet haben, da seitenweise Dinge der Landesmedienanstalt vorgelegt haben, und das ist quasi, ja, das ist gegen Windmühlen laufen quasi. Deswegen, die Anwälte sind nicht dafür da, das Ganze anzufechten, sondern einfach durch diese ganze Sache durchzukommen. Dann würde ich noch kurz, bevor ich mich mit dem Direktor der Landesmedienanstalten treffe, würde ich gerne ein paar Sachen ausformulieren, wie ich mir das Ganze vorstelle. Weil ich bin tatsächlich nicht komplett gegen eine Regulierung, aber ich denke, das muss halt irgendwo in einem Rahmen sein. Das heißt, wie wäre es denn einfach eine einfache Anmeldung für kleine Streamer, dass die bei der Landesmedienanstalt hinschreiben und sagen, hier, mein Name ist so und so, ich wohne da und da, mich erreicht mal unter E-Mail so und so, und wenn irgendwas ist, dann schreibt mich an. Und der ganze Jugendschutz, also keiner sollte wirklich, das ist so bescheuert, wenn jeder Streamer einen Jugendschutzbeauftragten hat. Wie wäre es denn, wenn Plattformen wie Twitch und YouTube und so weiter, wenn die in die USK gehen würden? Und es gibt ja die Terms of Service bei den ganzen Plattformen, die ja eigentlich schon den größten Jugendschutz abdecken. Und dann, wenn dann halt Fragen sind, dann geht man halt zur USK. Und wenn da Verstöße passieren, dann werden die Leute halt gebannt auf den Plattformen. Das ist doch deutlich besser, als dass jeder sich persönlich um den Jugendschutz kümmern müsste. Gut, das auf jeden Fall mal Sachen, die ich mitnehmen würde. Schreibt vielleicht auch in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, die ich gerne mitnehmen soll. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Gespräch geht. Ich werde auch natürlich erstmal über meinen Fall dann reden, weil, aber ich denke, mein Fall wird ja auch ein Fall sein,
der viele andere Streamer betrifft, aber ich würde das halt gern auch umfangreich klären, weil wir sollten doch tatsächlich auch alle irgendwo gleich behandelt werden. Da haben auch viele mit den Leuten, die dann halt schon mit Lizenzen zu tun haben, haben mir da auch schon gesagt, dass die das gerne hätten, dass es da eine Gleichbehandlung gibt irgendwo oder und vor allen Dingen, dass es Transparenz gibt. Das würde ich halt auch gerne haben, dass wenn man eine Lizenz beantragt, dann auch direkt weiß, was es kostet. Weil das ist alles undemokratisch und intransparent, wenn es da heißt, von mittlerweile 100 bis 10.000 Euro. Ich habe jetzt halt von ein paar gehört, dass es ein niedriger vierstelliger Betrag auch sein kann. Es ist halt von Landesmedienanstalt zu Landesmedienanstalt verschieden, aber es ist halt auch, es muss klar sein, wo der Faktor ist, ob das an Einnahmen ist und so weiter und so fort. Ja, werde ich alles klären. Ja, ich bleibe an der Sache dran und halte euch auf dem Laufenden so rum. So, nach diesem Cut auch noch mal ganz kurz. Ich versuche das Ganze hier relativ frei zu machen, deswegen kommen auch Ums rein und ich verplapper mich manchmal. Ich will kein Jump-Cut-Gewitter hier machen. Das finde ich absolut bescheuert. Und dann würde ich euch auch gerne noch fragen, denn es sind jetzt so viele neue hier und auch so viele neue auf Twitter und auf Twitch und so. Und vielleicht könnt ihr auch mal so sagen, was ihr so hier sonst noch sehen wollt. Habt ihr hier nur gefolgt, weil ihr mehr über diese Sache erfahren wollt? Wollt ihr mehr über andere Dinge von mir wissen? Gaming-Content, weil ich habe auf YouTube tatsächlich relativ wenig gemacht die letzten 2 Jahre, bis gar nichts. Und ja, das eigentlich könnten wir, die Plattform ist ja nicht verkehrt hier, weil man auch dann mit was Beständiges hat und ihr könnt in die Kommentare schreiben und so weiter und die kann ich dann beantworten. Auch eine ganz, ganz schöne Art der Kommunikation. Deswegen sagt mir einfach mal, was ihr hier noch sehen wollt, wie es weitergehen soll in Zukunft. Jedenfalls danke nochmal für alles. Das war bis jetzt eine Woche, die sehr, sehr verrückt war. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt und bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für alle Hilfe, die mir entgegengebracht wurde. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie ich mich revanchieren könnte. Ich versuche das einfach, indem ich alle Informationen, die ich bekomme, die ich öffentlich machen kann, hier zu veröffentlichen, damit andere nicht vor dieselben Probleme stoßen, wie ich sie habe. Und ja, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao.